What's up, Leute? Wie geht es euch? Wir sind im Krankenhaus, es ist soweit, es ist viel zu früh, es ist knapp 3 Wochen zu früh. Unerwartet ist es passiert. Und da ist die Kathi, die arme Kathi, tut mir leid hier. Wie geht's dir, Schatz? Nicht so nah. Es geht. So, da sind ihre Contractions. Die haben momentan einen Abstand von, wenn ich das Ding lesen könnte, aber vorhin war es 2 Minuten, 2,5 Minuten, alle 2 Minuten wehen. Und das merke ich auch hier, wenn ich bin erst gekommen vor 1 Stunde schon, halbe oder so 40 Minuten. Ja, ich erzähle euch mehr später. Hier, guckt mal. Das ist. So ist das hier im Krankenhaus. Jeden Tag ändert sich die Farbe. Gestern war es pink, heute blau. Da ist mein Foto von meinem ID, also von meinem Führerschein. Mein Name und alles, Datum und Zimmernummer. So, ich habe keine Ahnung, wo ich aufgehört habe gestern, aber es ist der nächste Tag angebrochen und ihr könnt uns gratulieren. Unsere Tochter ist da. Die zeige ich euch jetzt mal ganz schnell. Ich hoffe, ich wecke sie nicht auf. Unsere Livia. Da ist die Mami. Good job, Schatzi. Wie geht's dir? Gut. Alles gut überstanden? Ja. Sehr schön. Das ist das Zimmer. Hier schlafe ich. Ich ziehe das Ding raus. Ich habe heute letztens was heißt geschlafen. Wir haben ja nicht viel geschlafen. Kathi noch weniger. Weil sie schläft irgendwie tagsüber und nachts macht sie Ärger. Toni und Clodi waren gerade da. Kennt ihr wahrscheinlich noch? Oder die meisten sollten die kennen oder nicht die meisten, aber auf jeden Fall einige. Die haben uns Ballons gebracht und hier liegen Blumen für Kathi. Und Jeff und Mary waren da. Die haben uns auch hier so viele Geschenke gebracht. Da muss man noch reinschauen. Da ist die kleine Prinzessin. So, gestern war 25. August, der Samstag. Es war 15.34 Uhr hier in Florida. Also in Deutschland war es 20.34 Uhr. Right? No, 21 Uhr. 21.34 Uhr, 6 Stunden Zeitunterschied.
Es ging auf einmal so schnell, aber ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe, euch zu erzählen, wo ich den Vlog angefangen habe. Deswegen fange ich nochmal von vorne an. Freitag, den 24. August, war ich auf der Arbeit. Dann Kathi ist aufgestanden, wie so immer, gegen 9 rum. Dann hat sie mir geschrieben, war alles okay. Dann wollte sie auf die Toilette. Dann hat sie mir auf einmal geschrieben, sie denkt, ihr Wasser ist gebrochen. Dann habe ich sie angerufen. Auf Deutsch sagt man das auch nicht. Nee. Die Fruchtblase ist geplatzt. Ja. Water broke, ne? Also die Fruchtblase ist geplatzt, okay. Dann, was gelernt, ne? Dann habe ich gesagt, sie soll ihre Ärztin anrufen und dann entscheidet sich, was Sache ist. Dann meinte sie, sie soll sofort kommen. Dann, ich muss ja eine Stunde fahren, wie ihr wisst. Ich habe sofort alles abgebrochen, weil auf der Arbeit war die Hölle los. Wir hatten auch 2 Wasserbrüche, kann man so sagen. War irgendwie lustig, ehrlich gesagt. Dann habe ich gesagt, ich muss sofort los, bin weg. Eine Stunde nach Hause gefahren, sie geholt zum Frauenarzt. Die meinte, okay, gecheckt, Wasser ist nicht gebrochen, aber 1 Zentimeter auf. Dann wegen Blutdruck zu hoch, haben sie 2 Mal gemessen, sollten wir ins Krankenhaus, wo wir hier auch entbinden sollten, oder sie eher gesagt. Dann sind wir hingefahren, das ist in Tampa, Nord Tampa, also an Wesley Chapel dran. Dann haben sie die Kathi untersucht, Blut abgenommen, alles mögliche, Ultraschall gemacht, Baby ging super. Blutdruck halt etwas hoch, war wieder niedrig. Dann haben die sich entschieden, dass sie Kathi für 24 Stunden behalten, so einen Urintest machen, 24 Stunden lang, alles von Urin sammeln. Ah, da blende ich mal kurz ein Video ein, was ich habe für euch. Checkt das mal aus. So, ich nehme mal Kathis Raum hier auf. Hab ja schon lange nicht gevloggt, ne? So, das ist so ein Schaukelstuhl. Hier ist Badezimmer und sie bleibt hier, weil sie ihren Urin, die wollen 24 Stunden lang testen. Also bleibt sie jetzt bis 3 Uhr nachmittags hier und dann müssen die noch zum Labor schicken. Da sitzt sie. Wie fühlst du dich? Gut. Hier könnte ich schlafen, das kann man irgendwie aufklappen, automatisch. So sieht das alles aus. Und da ist der Ausgang. Hier so Fernseher. Okay. Okay, und so war das dann. Dann musste ich ja wegen Django nach Hause. Die haben gesagt, sie behalten sie hier. Dann bin ich gegen 16:30 Uhr nach Hause gefahren zu Django. Das war auch in die Hölle, nach Hause zu fahren von hier. Eigentlich sind es, glaube ich, 30 Minuten, aber es hat eine Stunde gedauert wegen Rush Hour. Dann habe ich mit Django ein bisschen Zeit verbracht, ihn rausgelassen, geduscht. Dann bin ich wieder hier hingekommen abends, gegen 8:30, hab Essen bekommen, wir haben gegessen. Okay, war alles ruhig, dann bin ich 10:30 wieder nach Hause. Hab mich hingelegt, morgens aufgestanden, mit Django spazieren, ihr geschrieben, alles war okay, sagt sie. Und dann irgendwann schreibt sie mir, sagt sie, ja, die werden die Geburt einleiten. Weil sie ist ja eigentlich 3 Wochen zu früh, so circa. Okay. Und dann habe ich mich langsam, weil Geburt einleiten dauert ja eh dann ein bisschen länger, habe ich mich halt in Ruhe fertig gemacht, alles angerufen, wegen Django abgeben, habe ich geduscht, habe ich ganz vergessen zu essen oder frühstücken, habe ich mich hingesetzt, angefangen zu frühstücken, dann schreibt sie mir, die haben mein Wasser gebrochen, du musst sofort kommen. Ich natürlich in Ruhe zu Ende gefrühstückt und habe Django weggebracht. Im nördlichen Teil von Wesley Chapel, dann bin ich die Autobahn oder die Interstate runter bis nach North Tampa. Dann bin ich da angekommen, hier rein, sie hatte schon alle 2 Minuten Wehen, aber sie war bei 4 Zentimeter auf, also noch nicht, wie es sein sollte, bei 10. Aber trotzdem alle 2 Minuten und das war schon extrem, seit Stunden ging es so für sie. Dann hat sie entschieden, eine PDA zu nehmen oder machen, wie man sagt. Dann hat die Ärztin gesagt, ja, ich soll mal Mittagessen fahren, weil ich vertrage auch nicht so gut so solche Dinge. Dann bin ich halt weggefahren schnell, hab was ganz eine Kleinigkeit gegessen, was trinken geholt mit Zuckergehalt. Dann kam ich wieder, ihr ging es dann auf jeden Fall viel besser. Und ich glaube, als ich wieder kam, war es schon, weiß nicht, 2 Uhr, also 14 Uhr ungefähr, sagen wir mal so.
dann saßen wir da und geredet hin und her. Die meinten, wenn, dann kommt sie abends erst oder morgen früh. Okay, dann haben wir da geredet, dann hole ich meinen Laptop raus, das erste Mal, mache Internet, Wi-Fi, gehe gerade meine E-Mails checken. Die Ärztin kommt rein, checkt, sagt, okay, sie ist 10 Minuten auf, wir legen los. Und auf einmal ging alles so schnell und dann kamen die alle rein und dies und das. Dann wurde mir kurz erst ein bisschen echt übel. Mein Blutdruck ist runtergegangen. Dann habe ich, die Ärztin meinte, ich soll mich halt hinsetzen, aber auf die andere Seite da, wo ich halt nicht sehen kann. Okay, und dann ging es mir wieder besser. Dann saß ich da die ganze Zeit. Ich zeige euch mein Foto, wie ich da saß. Also ich habe echt keinen Plan, wo ich vorhin aufgehört habe und so. Das ist so ein Puzzle-Vlog, sage ich mal. Aber für euch doch auch gut, dass ich überhaupt mal vlogge, ne? So, ich zeige euch mal. Hier gibt es ein Special Meal, also eine spezielle Mahlzeit quasi. Einmal pro Besuch hier. Ne? Wie soll ich das sagen? Solange du hier bist, einmal kriegen wir sowas, ne? Ja. Das ist Kathi, sie hat sich bestellt, das ist Filet, Lachsfilet und da ist mein Steak Ribeye. Gucken, wie das ist. Ist das Bier oder was? Nein. Corona? Apfelschorle. Sieht gut aus. Da ist ein Salat. Ziemlich nice. Wo ist der Kuchen? Ein ganzer Kuchen. Lewischli. Hier ist ein ganzer Kuchen und der ist wahrscheinlich pink, weil sie ein Mädchen ist. Happy Birthday. Ich bin gerade von zu Hause gekommen, ich war schnell nach Hause gefahren, habe geduscht und eigentlich wieder hergekommen. Ich wollte ja nicht Kathi allein lassen so lange. Unsere Nacht war sehr, sehr extrem, sage ich mal. Tagsüber schläft sie gut, so wie jetzt auch wieder und nachts dann macht sie Alarm. Ich hoffe, morgen können wir nach Hause. Wahrscheinlich nicht, wa? Und dann muss sie noch ihren großen Bruder kennenlernen. Was denkt ihr, wie wird das sein? Da stehen zwei Sheriffs bei Target. Keine Ahnung, was die hier machen, ob da jemand was geklaut haben soll oder. Ich war da gerade drin, hab ein. Ja, der fährt jetzt weg. Ich war da gerade drin, weil ich ein Blutdruckmessgerät gekauft habe für Kathi, damit wir zu Hause ihren Blutdruck ein bisschen beobachten. Denn sie liegt immer noch ein bisschen schwankt zwischen höher und okay. Deswegen entscheidet sich heute ist Montag, der 27., ob sie entlassen wird und dann natürlich, ob Livy entlassen wird. Denn quasi sind zwei Entlassungen fällig, einmal Livia und einmal Kathi. Das heißt, wenn eine nicht entlassen wird, müssen wir eh da bleiben. Ich habe noch frei auf jeden Fall. Mal gucken, wie das wird. Ich wollte eigentlich morgen wieder zur Arbeit, aber das wird jetzt eh nichts. Und ich muss Kathi helfen, denn sie hat noch Schmerzen. Muss ihr mit Livia helfen, dann mit Django natürlich. Mal gucken, wie das noch wird. Jo. Ja, gestern das Essen war, die Kartoffeln waren echt super und so, aber mein Steak war echt mies. Ich habe ja Ribeye Steak bestellt. Ihr Filet, Lachsfilet war ziemlich gut. Also so war es ganz okay. Ganz gutes Essen so. Nur mein Steak war echt nicht gut. Heute Frühstück war gut. Man kann sich auch selber aussuchen. Wir haben so eine Karte, da kann man sich bestellen. Tut mir leid, wenn ich nicht immer in die Linse gucke. Ich gucke einfach so durch die Gegend. Also man kann sich das bestellen und zum Beispiel aussuchen, ob man ein Montagsgericht, Dienstagsgericht möchte zum Frühstück, Mittag, Abend oder halt nebenbei irgendwie gibt es verschiedene Sachen, die man, wenn man das nicht mag, was anderes. Ja, heute war mal gutes Frühstück für mich. Sonst ist halt Krankenhausessen, ich denke, egal wo es ist. Krankenhaus ist super schön in Tampa hier bei uns.
Wir sind ja im Entbindungskrankenhaus, ich weiß nicht, wie man, Entbindungsstation, also ein großes Gebäude, wo die entbinden, da sind, ich glaube, 10 Zimmer. Ihr habt ja gesehen, unser Zimmer, wo Kathi war. Und dann, jetzt sind wir auf ihrem Zimmer, seitdem sie entbunden hat. Ja, so sieht das aus. Ich darf da auch mich aufhalten, da kann ich ja pennen. Mache ich ja auch natürlich. Ich war auch gestern wieder zu Hause, ganz schnell geduscht, habe ich ja, glaube ich, schon erzählt. Also wenn ich ein bisschen durcheinander rede, weil für euch ist das ja ein Vlog, aber für mich sind das Tage, auch ohne Schlaf oder wenig Schlaf. Diese Nacht war echt gut. Die erste Nacht hat uns Livy echt fertig gemacht. Am Tagsüber war sie echt super, aber nachts, ne, war sehr schwer. Ich hatte gestern so einen Druck. Diese Nacht war echt super. Sie hat auch von Mitternacht oder 12:30 morgens bis 5 Uhr morgens ungefähr oder 16:30 hat sie gut, also durchgeschlafen, kein Problem, das war echt super. Jo. Dann die Sicherheit im Krankenhaus ist echt extrem, also ich teile einfach meine Erfahrungen mit euch und wenn ihr es auch aus Deutschland irgendwie kennt, was ich jetzt nicht wüsste, könnt ihr es hier in die Kommentare schreiben. Erstens, ich habe hier so ein, habe ich euch bestimmt schon mal gezeigt, hier ist auch sogar mein Foto mit Name alles. Das ändert sich täglich, also die Farbe ändert sich täglich. Gestern war blau, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich, oder grün habe ich mir gerade ein neues geholt, bevor ich rausgegangen bin, weil ich ja wiederkomme. Dann haben wir ja die Dinger hier, weiß nicht, ob ich euch gezeigt habe. Da steht Shack Baby Girl. Und da steht Geburtstag, Zeit, Female und irgendwelche Nummern. Nur die Leute, die das haben, also die Eltern, ich und Kathi, dürfen mit dem Baby unterwegs sein, sonst niemand. Und halt die Krankenschwestern. Also sogar wenn meine Mutter, sage ich mal, das Kind nehmen würde und außerhalb des Zimmers gehen würde, dann würden sie sofort ansprechen, wenn die sehen würden, sie hat nicht so ein Band, warum sie mit dem Kind unterwegs ist. Also Sicherheit ist stark geprägt, sage ich mal, auch im Fahrstuhl, man kommt nicht einfach hoch. Wir sind jetzt im 3. Stockwerk, waren im 2. Stockwerk, wo sie einen Bund hat. Man kommt nicht hoch im Fahrstuhl. Es gibt auch kein Treppenhaus, vielleicht so ein, wie heißt das, Emergency, aber so. Man muss den Fahrstuhl nehmen und ohne diesen Sticker hier, wenn er nicht up to date ist oder wenn man keinen Sticker sieht, die haben Kameras überall, lassen die dich nicht hoch. Ich hatte mal so einen Vorfall, ich bin hingegangen, da war ein Typ und der hatte keinen Sticker. Also der war nicht, man konnte ihn nicht sehen. Wir sind in den Fahrstuhl gegangen und wenn man draufklickt, wo man hin will, macht es einfach nicht. Da habe ich ihm gesagt, es ist ein Sticker, er meinte, ja, das rausgeholt aus vom unten irgendwo her. Und dann mussten wir nochmal aus dem Fahrstuhl raus, er hat einen Sticker draufgeklebt und dann haben sie durch die Kamera gesehen, er hat die richtige Farbe, okay, alles gut, jetzt könnt ihr hoch. Und auch wenn man oben ankommt, sind so Doppeltüren. Automatisch, die gehen nicht auf, wenn man, man muss klingeln und meistens fragen sie, was man will. Und jetzt, Livia hat auch, also unsere Tochter, hat auch so ein Band am Fuß. Ist wie so ein Sensor, glaube ich. Und wir dürfen mit ihr, solange sie nicht entlassen wird, das Krankenhaus gar nicht verlassen. Noch nicht mal diese Station, wo wir jetzt sind. Das heißt, wir können dort spazieren gehen, was wir gestern gemacht haben, aber wenn wir raus möchten, nur in den anderen Flur, das sind Doppeltüren, dann wird irgendwie, haben wir, so wurde uns gesagt, Alarm ausgelöst und alles wird geschlossen, keiner kommt rein und raus erstmal oben für die Station. Das ist alles, weil schon Kindesentführungen, gerade von Müttern, die vielleicht ein Kind verloren haben oder keins bekommen können, also es ist wohl üblich, deswegen ist die Sicherheit so hoch, habe ich extra nachgefragt, wie das kommt. Und wegen diesen ganzen Stickern hier, da muss man ja Ausweis vorzeigen mit Foto und alles. Die haben mir erzählt, in Brandon war mal ein Vorfall vor einigen Jahren, dass das Kind gestorben ist und der Vater ist durchgedreht, wollte hier typisch amerikanisch, ne, mit einer Waffe durch ein ganzes Krankenhaus rennen und alle erschießen. Da fällt mir auch wieder was zu ein. Gestern war in Jacksonville, weiß nicht, ob ihr was gehört habt, mit bei so einem Gaming-Turnier. Madden war das, glaube ich, Football. Da hat auch einer rumgeballert, 2 erschossen und 9 Verletzte hat er sich selber erschossen. Also das geht mir echt tierisch auf den Senkel, hier muss ich ganz ehrlich sagen.
wie oft das hier passiert. Kranke Menschen, sage ich. Und das Problem ist, die kranken Menschen kommen ganz leicht an Waffen. Das ist das Problem. Weil kranke Menschen gibt es auch in Deutschland natürlich. Nur die kommen nicht so leicht an Waffen wie hier. Okay, das war nebenbei. Und ja, mal gucken, was noch kommt. Das wird ein ganz langer Vlog. Ich hoffe, es gefällt euch. Unsere Tochter ist jetzt endlich zu Hause angekommen. Das ist dein Zuhause, Prinzesschen. Let's go. Jetzt muss ich noch Django abholen, Leute. Das halten wir dann auch auf Kamera fest. Schwester. Okay. Na los, wo ist dein Leckerchen? Also wir sind beide gerade ein bisschen confused, ne? Denn irgendwie reagiert er null auf... Sieht man mich gut? Irgendwie reagiert er null auf sie. Ich denke, hat sie ein Leckerchen verdient, ne? Da ist deine Schwester. Da ist die Levi, die schläft und der Django futtert hier. So Leute, wir sind endlich aus dem Krankenhaus gekommen. Wie spät ist es jetzt? Es ist 2:30 nachmittags. Ich habe gerade Django geholt. Wir sind gekommen mit Kathi, haben alles reingetragen oder ich eher gesagt. Und dann habe ich sofort Django geholt, habe beim Kinderarzt angerufen, Termin gemacht für Donnerstag. Heute ist Dienstag, Freitag haben wir mit meiner Frau beim Frauenarzttermin. Also ich habe mit meinem Chef geredet, ich gehe die ganze Woche nicht zur Arbeit, nur im Notfall, wenn was Wichtiges ist, ruft er mich an, weil ich auch den Produktionsleiter vertreten muss, also sein Sohn, der ist nach Deutschland, deswegen, sonst müsste ich gar nicht reingehen. Ich denke, das ist deine Schwester. Das ist deine Schwester, mein Schatz. Wo ist deine Schwester? Da. Deine Schwester, Django. Boy, Baby. Ja, das ist deine Schwester. Du bist so süß, Django. Muss sie jetzt sauber machen. Du bist so süß, Django. Bitte, good boy. Meine zwei Kinder schlafen. Hier ist eins. Und wo ist das andere? Und hier ist das andere, guck mal. Beide schläft. Ja, Django schläft nicht mehr. Da sitzt er wieder. So, das haben wir noch vom Krankenhaus bekommen, alles. Ich weiß nicht, was ich gezeigt habe. Und die Tüte haben wir sogar noch heute bekommen. Da ist noch Pampers drin. Oh, da bin ich. Wipes und so. So Zeug. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt von Jeff und Mary. Und diese Kekse mag ich. Die habe ich dort immer gegessen. Die gab es da. Da gab es so eine Küche. Da konnte man sich Wasser holen. Kekse. Kaffee. Django, wäschst du dich, mein Schatz? I missed you, mein Schatz. So, zum Abschluss zeige ich euch einfach nochmal, was da alles so drin ist vom Krankenhaus und dann beende ich diesen Vlog. Der wird lang sein, wie ihr schon gemerkt habt, wenn ihr zum Schluss geguckt habt. Danke dafür an die treuen Zuschauer. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir
etwas aufgenommen haben, obwohl wir so einen Stress hier hatten. Kathi war 4 Tage im Krankenhaus. Seit Freitag, ne? Heute ist Dienstag, ja. Freitag bis Dienstag. 3 Nächte, aber 4 Tage unterwegs. Morgens ging es los, wo sie mich von der Arbeit gerufen hat. Und dann heute Nachmittag kam es wieder nach Hause. So, ich zeige euch noch mal. Das ist so ein Swaddle. Das ist zum Pucken. Ich wollte sagen, zum Spucken. Zum Pucken. Hier, da steht auch so schön Florida Hospital. Das ist, wo sie geboren wurde. In Tampa heißt Florida Hospital. Oder Tampa Hospital, weiß nicht. Dann hier, das ist eine Brustmilchpumpe. Wie heißt das? Ja. Breast Milk. Ja. Ihr wisst Bescheid, was es ist. Was ist das? Was ist das hier? Das sind Stilleinlagen. Okay, Stilleinlagen. Dann haben wir hier die Wipes, Diapers. Dann, ja, das ist sowas Mommy braucht. Die, von denen haben wir viele. Das ist, um was rauszusaugen. Also ich erzähle nur für diejenigen, die es nicht wissen. Für die Muttis da draußen, nicht, dass sie mir sagt, Sergi hat 3 Tage eine Tochter und weiß schon Bescheid. So, was gibt's hier noch? Ja, das ist auch von denen, voll süß. Ja. Guck mal. Und guck mal, Katis Handy, ne? Also echt, ne? Da muss man ein bisschen mehr YouTube-Videos machen. So Leute, dann verabschieden wir uns, denke ich. Oh, das Bett habe ich vermisst, ne? Schatz, hast du es vermisst? Auf jeden Fall. Geil, ne? Unser Bett ist Luxus, glaubt mal. Nicht umsonst war die Matratze teuer. Aber jetzt wissen wir warum. So Leute, wir sehen uns. Ich versuche ein bisschen mehr zu filmen mit der Livy, Django. Aber nicht so viel wie früher. Also nicht hier jetzt happy werden oder so. Bis dann, ciao.